Moin, moin, mein Name ist Heinrich der Löwe. Wir spielen Warhammer Chaos Bane. Das müsste jetzt, glaube ich, Kapitel 4 sein. Kann man das hier irgendwo sehen? Irgendwie nicht. Schade. Und wir müssen mit, wie hieß er, mit dem Elf da sprechen. Takles, Tacholes, Tekles. Ah, so ein Priester wäre auch ganz cool gewesen. Den habe ich hier bei... wo konnte man den spielen? Ah, irgendwo habe ich sowas mal gespielt. Oder war es bei dem Strategiespiel, dass ich so einen hatte? Ah ja, genau. Ich hatte ihn bei Total War, als ich das Imperium gespielt habe, ich so einen Typ gehabt. Der gehörte zu meiner Armee. Warte mal. Sind die gerade runtergekommen? Wollen wir mal raus? Geh nochmal rein. Nee, hat nur irgendwie gerade so gewirkt. Ja, dann. I have learned much about our enemy since last we spoke. Defeating Axarath will be no easy task. Its power is terrible indeed. First, we must deal with the Demon Prince's followers. Once they are destroyed, we will be able to roam its realm at will. The first phase of the plan is simple. Seek out the enemy's sentinels. Kill everyone that stands in your way. Now you're talking my language, Elf! Du hast ein Verbundfragment, mit dem zwei andere zugunsten einer besonderen Wirkung miteinander kombiniert werden könnten. Aha, wo mache ich das? Kettenachs. Ich weiß nicht, wo und was der jetzt will. Irgendwas können wir machen. Ach, hier sieht man Kapitel 4. Ich habe immer noch keine Ahnung, was der von mir will. Gut, gehen wir hier wieder raus. Und dann wieder zu den Chaoten. Sentinels. Ich kenne die nur von den X-Men Sentinels. Die große Viecher. Warum hinterlasse ich nicht mehr? Müssen wir mal gleich gucken. Hier ist gerade so viel Blau. Und wir brennen ganz gut weg hier. Einmal. Hä? Lässt eine mächtige Ladung in geringer Linie los, die dir eine Chance verschafft, Feinde zu betäuben. Hm, ich fand das doch mit dem Flammen irgendwie cooler, ganz ehrlich. Da haben sie ein bisschen Schaden gekriegt. Let's give them a little fresh bite! Betäuben ist jetzt nicht so, das ändere ich gleich, glaube ich. Oder macht es so heftigen Schaden? Körperlicher Schaden 8000.
Wir betäuben sie zwar, aber die stehen mir im Weg. Ich will ja meistens damit wegkommen. Feuerschaden 2500. Nee, komm. Wir lassen das. Das ist einfach nicht nur, um irgendwie Leute zu betäuben. Wir wollen ja damit manchmal weg. Gerade bei den Endbossen hat es schon einige Male den Arsch gerettet. Einfach mal wegspringen. Heilen. Da hilft es mir auch nicht, wenn ich den Typ dann betäube. Wobei ich auch mir vorstellen könnte, dass der Endboss sich da ein... Ja, dass es den überhaupt gar nicht interessiert, ob wir da ihn betäuben wollen oder... Im Keller fällt ein Sackreis um, ne? Boah, diese Leuchte! Brenn einen ganz gut weg. Boah, jetzt musst du überall hinterherlaufen. Flammenwerfer, ja, fick dich. Ich meine, die großen Viecher sehen ja alle ganz ähnlich aus, von diesem Platz bestimmt auch gleich. Jawohl. Da hängt auch noch einer. Ganz schön weh hier mit dem Flammen. Oh. Ah, hier ist sowieso ein kurzes Tor. Oh. Da waren Tentakel. Mega-Tentakel. Oh. Da gibt es irgendeinen Typen, den ich nicht mag. Will ich mir mal gucken. Erstens gibt es ja schwebende Steine. Und hier seitlich sind Tentakeln. Die sind mir letztes Mal nicht aufgefallen. Ich glaube, die sind noch, hier das erste Mal aufgetaucht. Besonderes. Oh ja. Dann haben wir alle. Oh, da sind noch ein paar gewesen. Scheiße. Oh, ich muss zurück.
Oh, der Große wieder hier. Ah, platzt er? Ja. Da, er blieb einfach stehen und der Feuerschaden hat den Rest gemacht. Das hat mir ganz gut gefallen. Ah, haben nur zwei von diesen Scheißviechern angelockt. Uiheheh, was geht denn hier ab? Boah, hier brennt's. Scheiß Leuchtekugeln. Ah, was kann der? Mich verlangsamen? Nee, da kommt irgendwas. Ui. Ui, 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 ui. Ist das so ein Sentinel? Nee, war ein Schatzsucher. Errungenschaft Schatzsucher. Oder wir sind wir gemeint mit Schatzsucher? Komm her, Dickerchen. What a sweet death! Ja, sterben wollen wir nicht. Das lassen wir mal lieber. Für mein extra Gold, so lange wie möglich bekommen. Jetzt, wo wir ja 10% oder 20% weniger bekommen. Müssen wir alles mitnehmen. So, ach, da hinten waren wir schon. Das heißt, wir gehen zurück und dann nach rechts. Da muss man treffen. Noch einer. Keine Zeit, wir probieren. Nicht weiter. Hä? Hau zu! Drücke und klicke und nichts passiert. Hey, kommt der näher. Ach, wir müssen zurückkehren. Haben wir jetzt doch einen gekillt oder? Bin mir jetzt gerade nicht. Oh, scheiße, ich wollte doch nur die Vasen kaputt schlagen. Wegen dem teuren, tollen Gold. Hm. Mehr Schaden. Das hört sich doch gut an. Tauschen wir doch mal. Ja, den Rest kommen, hauen wir weg. Den spenden wir wieder. Ups. Da wollen wir nicht rein. Muss ich ja wieder hinlaufen. Kann der Techless nicht mal zu uns kommen? Und wer stellt die ganzen Kerzen jeden Tag auf? Das ist auch eine Arschlocharbeit. Techless! It's done, Elf! The Sentinels have been wiped out! Well done. Now we are one step closer to the source of the Demon Prince's power. There is still difficult fighting ahead. Return to me when you are ready. And we will begin the next phase of the plan. Ja, super. Komm, Phase 2. Schieß los. Ach, geh mit deinen Rubinen weg. Ja, keine Ahnung, was ich mitmachen soll.
Now that we've dealt with the Demon Prince's minions, we must eliminate the foul chaos beasts that guard the paths to Axarath's sources of power. You must descend into the lair of the chaos beasts and destroy them utterly. Only then will we be able to strike at the Demon Prince's heart. Gut, machen wir Chaos-Bestien aufspüren. Aufspüren und zerhackstückeln. Und am Fleischer verkaufen. Bestimmt eine Delikatesse. Chaos-Bestien. Chaos-Bestien mit Kartoffeln, Möhren. Klingt bestimmt. Klingt lecker. Zartes Bauchfleisch bestimmt. Ein bisschen madig, aber bestimmt lecker. So. Ui. Ah, haben wir noch gar nicht. Ich brauche mehr Energy. Ihr kleinen Scheißer hier. Da muss ich ja lang, da will ich ja gar nicht lang. Erstmal hier anders lang gehen. Ah, die ziehen, Leute. Kein Scheiß halt. Tot. Oh, da fällt er sogar runter. Cool. Sollten wir jetzt erst auf diese Leichen runterfallen? Schande über mein Haupt, aber es sieht cool aus. Oh, das sieht so richtig fein aus. Okay, wir müssen das hier machen. Tut mir leid. Oh, hier macht die Axt eine richtige Freude eigentlich, dieses Axtwerfen. Ich bin jetzt, glaube ich, da nicht lang gelaufen, weil ich glaube, da wären wir richtig gewesen. Oder vielleicht müssen wir erst was anderes aktivieren, um da weiterzukommen. Ja, komm. Da fällt wieder einer. Scheiße, es fällt mir jetzt erst auf, dass die Leichen runterfallen. Ist da einer? Ah, die blauen Viecher kommen aus denen noch mal raus. Das macht dir jetzt recht noch nervig, oder? Das ist gerade nur Zufall. Noch war schon. Da sind auch ein, zwei rausgekommen. Die sind zwar schon leicht immer beschädigt, aber... Stufenaufstieg. Klaffende Wunde und... Was? Laceration? Was ist das denn? Oh, da ist eine Truhe. Ich komme! Jetzt können wir durch. Ja.
Sentinel, stirb! Keine Lust, ewig auf dich rumzukloppen. Oh, da sind mehrere Augen jetzt. Okay, hier ist eine Sackgasse. Da war Gold. Nehmen wir nochmal mit. Auch eine Sackgasse. Scheiße. Jetzt sind wir voll falsch gelaufen. Boah, jetzt müssen wir Ewigkeiten zurücklaufen. Das, sowas mag ich nicht. Wieder am Anfang. Oder auch nicht. I must return to the fight. Weiter. Oh, das nehmen wir auch nochmal mit. Oh, ist das immer so weit wegfliegen muss, das Gold. Ist ja ätzend. Oh, das ist eine Truhe. Ah, 4, 5 Stück. Wir brauchen mehr Gegner. Lohnt sich ja gar nicht. Hier, das lohnt sich. Hey! Ah, die haben die Türen blockiert. Jetzt muss ich nur wieder zurückfinden oder den anderen Weg finden. Komm, die 384 wollen wir auch noch haben. Ups, da laufe ich irgendwo gegen. Hä? Ach du Scheiße. Ah, jetzt sind wir wieder frei. Das wäre es jetzt echt gewesen, wenn wir da irgendwo gehangen hätten. Von oben kam war, oder? Gehen wir runter. Das sieht richtig aus. Ach. Ach, keinen Bock auf euch. So ein Kack Magiefeuerbällen. Ich bin auf den Sack. Ah, auch eine Sackgasse. Ah, dann sind wir jetzt wieder am Anfang. Jetzt aber links. Hier war ja das Portal. Oh, das ist eine Chaosbeste, wie ich es mir vorstelle.
Schütze. Hat doch nicht so gut geklappt, wie ich dachte. Oh, doch schon tot. Ich dachte, da beruhigt noch etwas. Oh, ist schon ein bisschen was. Kleine Scheißviecher. Das war bestimmt noch nicht. Das waren bestimmt noch nicht alle. Gibt bestimmt noch ein paar. Oh, Sackgasse, habt ihr Glück gehabt. Dann komme ich nochmal euch umzutöten. Dann töte ich euch nochmal, also auf jeden Fall. Dann gehen wir mal nach da. Nochmal einsammeln, weil ich denke mal, von den Viechern wird noch eins Minimum kommen. Hat ja gerade ganz gut geholfen eigentlich. Okay, dann mal gucken, wie es jetzt hier runter geht. Ansonsten müssen wir nochmal zurück und den anderen Weg gehen. Ja, Ausguck. Nur einer war. Wow. Der hätte auch weglaufen können. Hier, das sind tolle Geländer hier. Schöne mit Spitzen, verrostet. Das heißt, wenn man da runterfällt oder da vorbeifallen sollte, fässt man schön in diese rostige Spitzen und hat irgendwie Halt. Man fällt nicht runter. Ist ganz praktisch eigentlich. Besser als das hier, wo nichts ist. Da haben sich die Chaoten richtig was ausgedacht. Tentakel manchmal waren ja auch nicht verkehrt. Wenn du runterfällst, kann sich so eine Tentakel vielleicht nehmen. Und da ist genau das, was ich befürchtet habe. Da ist noch so ein Drecksvieh. Oh. Mächtiger Badabum war das. No, I need more time. Ja, hab mich mit seinem Schwanz erwischt, das ist ja eklig. Und weg. Hervorragend. Das waren die Chaosbruten. Ich dachte, die wären ein bisschen kleiner, die Chaosbruten. Es gab ja bei 40k auch welche. Bleib mal stehen. Warum habe ich eigentlich was Kleineres erwartet? Ah, komm, wir gehen die Gänge mal lang hier. Sackgasse. Brauchen wir nicht. Gibt's hier wenigstens noch eine Truhe? Auch nicht. Geizig. Gehen wir mal kurz hier gucken. Auch nur eine Truhe. Keine Truhe. Ah, nee, komm. Dann gehen wir. Ach, jetzt muss ich wieder zu diesem Typen hinlaufen. Der geht mir ein bisschen auf die Nase. So, eine bessere Axt gefunden. 2000 Schaden. Gibt er was für maximalen Gesundheit? Macht er auch. Dann tauschen wir mit der hier. So, was haben wir hier? Die ist schlechter. Schlechter. Die Frisur mag ich nicht, darum gucke ich mir das gar nicht an. Wobei, 5000 maximale Gesundheit. Nee, die Frisur geht gar nicht, die mag ich nicht. Egal, was für einen Wert die hat. Die Schuhe finde ich noch passig. Die könnten wir... Aber warte mal, wenn man davon Energiekosten minus 5, aha.
Macht die Rüstung aber um 9000 schwächer. Egal, lassen wir mal so. Das passt schon. Dann können wir den Rest spenden. Wobei, ich packe mir doch die anderen Schuhe nochmal weg. Falls ich mir das doch nochmal überlege, wo ist meine Truhe? Nee, wo war denn meine Truhe, verdammt? Hatten wir hier keine? Hä? Keine Ahnung, wo unsere Truhe ist. Dann sind die Schuhe halt weg. Tschüss. So, ab nach Teclis. Der sie immer gern versteckt. Na, habt ihr gerade gesehen? Wenn ihr das erste Mal den Raum betretet, kommen die runter. Könnt ihr nochmal zurückspulen, ein paar Sekunden, dann seht ihr das. Ist dann natürlich auch ein bisschen Banane. I've killed the beasts, just like you asked. Excellent. Now there will be no warning when we move to destroy Axarath's source of power. We must move quickly now, before the Demon Prince realizes his peril. If you have any preparations to make, do so now and return to me at once. Ah, schon da. Haufen Erfahrungspunkte, Haufen Goldkronen. Irgendwie Aufgabenbelohnungen. Ich habe noch nicht verstanden, was ich damit machen soll mit den Aufgabenbelohnungen, aber das wird mir das Spiel bestimmt noch erklären. So. Sind die Kapitel immer gleich lang? 3, 6, 9. 3, 6. Ja. Ja, das erste war länger, wegen Prolog wahrscheinlich. Dann sind wir noch fast in der Mitte. So, ich wollte aber das nicht überprüfen. Was bringt uns die Aufgabenbelohnung? Ach, das ist so allgemein für uns wahrscheinlich. Das können wir wohl immer nutzen. Aha, das sind die anderen drei Charaktere und wir haben vom Zwerg jetzt 8 Aufgabenbelohnungen gekriegt. Damit kann man sich bestimmt irgendwann später was ganz, ganz Tolles kaufen. Gut. Dann würde ich sagen, machen wir nochmal einen Break und ja, nächstes Mal geht's weiter. Mal gucken, wo es denn hin verschlägt, gegen was wir denn kämpfen müssen. Aber ich glaube noch nicht gegen den Dämonenprinzen. Der kommt bestimmt dann, ja, das dauert noch, bis der kommt. Ein paar Kapitel, würde ich sagen. Gut, dann reingehauen, kommentieren, abonnieren und liken nicht vergessen. Ciao!